So, wir sind live nach dem Spiel Cordi gegen Altona 93. Bei mir ist jetzt Pascal Elnehmer. Wir fangen mal vorne an. Wir stehen jetzt gerade unter dem Eindruck von so ein paar Aktionen, die hier nach dem Spiel passiert sind. Erzählen wir gleich noch, aber wir fangen mal vorne an. Relativ schwer ins Spiel gestartet, würde ich sagen. Und dann setzt es mit einem Elfmeter, der aus meiner Sicht auch zu Recht da war, erstmal ein Tor gegen uns. Wie hast du das gesehen, wie ihr reingekommen seid? Ja, also ich sag mal so, wir waren auf den Gegner eigentlich ganz gut eingestellt. Also wir hatten das vorher in der Videoanalyse besprochen, was die vorhaben. Dass die vorne ziemlich schnell sind, lange Bälle versuchen, eigentlich eher tief stehen. Überraschenderweise standen sie nicht so tief wie gedacht. Eigentlich hatten wir gute Räume, aber wir haben es am Anfang nicht so gut ausgespielt. Wir standen alle zu nah aneinander. Das heißt, die Abwehr ist vorgeschoben, wir sind von vorne dazugeschoben und der Raum war sehr, sehr eng. Dementsprechend fiel das denen eigentlich ganz leicht, dass sie verteidigen, weil sie nicht weite Wege hatten. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir auf jeden Fall die drückende Mannschaft waren. Das Spiel ging ja nur in deren Hälfte. Die hatten ja immer nur den Ball, wenn der Torwart ihn lang geschossen hat. Und dass wir dann aus so einer Situation dann Elfmeter kassieren, ist ein klarer Elfer im Endeffekt. Ja. Also kann man nichts sagen, aber ja, wir hatten es halt angesprochen. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass es so passiert. Wir wollten es eigentlich doppelt absichern, dass einer am Mann ist, der andere steht 2-3 Meter dahinter. Und es wurde sogar noch angesagt, dass wenn der Ball springt, dass es dann ja, schwierig wird. Also den ersten Ball direkt nehmen. Mhm. Na, sag mal so, mit der Mentalität, die wir haben, kommen wir ganz gut zurück. Machen auch verdient das 1-1 und waren auch ziemlich davon überzeugt, dass irgendwann das 2-1 fällt. Ja. Ist dann auch so gekommen. Das ist dann auch noch so passiert. Also zum Sortieren, Amel schießt das erste. Genau. Und beim zweiten, ich weiß nicht, du warst auch vorne mit drin. Von außen hätte ich jetzt gesagt, Steffen, und der ist nur noch vom Gegner abgefälscht worden. Wer hat das Tor letztendlich gemacht? Also Steffen hat das Tor gemacht. Ich bin in den Ball reingelaufen, habe aber dann gesehen, dass der irgendwie komisch aufglitscht und habe ihn dann einfach... Also ich habe ihn nicht berührt, ich habe ihn extra gelassen, weil ich dachte, vielleicht läuft einer auf zwei durch, hat eine bessere Position. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass der gut mit Spin ins Tor rollt. Hat mich dann umso mehr darüber gefreut. Das war Steffen auf jeden Fall. In der Zwischenzeit viele Wechsel, also zur Halbzeit auf beiden Außenverteidigerpositionen einmal gewechselt, ein bisschen umgestellt. Danach gab es dann auch mehr Druck und ich würde sagen, das 1-2 war absolut verdient. Dann kommen wir aber in die heiße Phase des Spiels, wo dann der Schiri auch so ein paar merkwürdige Sachen macht, irgendwie eigentlich eindeutig abseits. Gideon stellt jemanden ins Abseits, kriegt dann den Ball tatsächlich an die Hand, aber es war abseits, Linienrichter zieht auch hoch, wird dann irgendwie nicht gepfiffen, es wird irgendwie so ein bisschen wilder und dann gehen wir in die 90. Minute und ab da darfst du uns einmal kurz erzählen, was dann aus deiner Sicht da passiert ist. Ich sag mal so, wenn wir den Sack vorher zumachen, dann steht es 3-1 und die Chancen hatten wir dazu. Kommen ganz gut durch, ich stecke ihn auf Veli und ich sag mal so, Veli macht ihn in der Regel, dass es dann so kommt, dass der Torwart dann noch dran ist. Prince setzt nach, den Kopfball, davor hatten wir auch nach 1-2 Standards. Meiner Meinung nach war der eine auch drin, den ich da auf den zweiten Schlag. Also ich stehe auf der Grundlinie und ich sehe dass der Ball 1 Meter im Tor ist und der Torwart ihn hinter der Linie raushaut. Fehlt uns die Goal-Line. Meiner Meinung nach muss das der Linienrichter auch sehen, aber über das schwierige Spann muss ich tatsächlich, auch wenn ich das in der Regel nicht so gern mache, sagen, dass das heute eine bodenlose Frechheit war. Und kann ich so auch nicht akzeptieren. Da waren Aussagen dabei, die nicht dazugehören. Zumindest nicht als Unparteiischer. Ich glaube mal, als Unparteiischer hast du bestimmte Aufgaben und ein Spiel dabei zu verpfeifen und das dann auch noch gezielt so auszusagen, ist für mich bodenlos. Also weiß ich nicht. Da geht es jetzt vor allen Dingen um die letzte Elfmeterentscheidung, ne? Weil die also von außen, ich habe so gesehen, dass da nichts passiert ist. Also ich hätte den auf keinen Fall gepfiffen. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch die Altonaer Brille, aber da gab es ja danach irgendwie, haben wir so in der Fanszene das Vernehmen nachgehört, dass der Schiri gesagt hat, ja, das war ja, der war jetzt für euch. Das habe ich jetzt auch nicht so gesehen, dass Elfer war, aber anscheinend irgendwie war der genervt von der Bank. Das ist, und dann gab es danach auf jeden Fall auch noch wilde Rudelbildung. Was macht man jetzt mit so einer Situation? Ja, mit so einer Situation muss man einfach mal sagen, was der Schiri zu mir in der Mittellinie gesagt hat, nachdem wir das 2-2 kassieren. Wortwörtlich. Ist auch kein Elfmeter. Ich habe es aber extra gemacht wegen denen da draußen. Dann sagst du zu ihm, das ist aber bodenlos. Sagt er so, tja, habt ihr Pech gehabt. Also wenn ich sowas höre, dann muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber ich stehe dazu und ich unterschreibe das auch beim Verband. Und ich finde, sowas sollte öffentlich gemacht werden, weil das ist an Respektlosigkeit nicht zu übertreffen. Und da muss ich auch sagen, mit sowas komme ich gar nicht klar. Ich bin eher ein Typ, der mit Ungerechtigkeiten sehr, sehr schwer klarkommt. Und das muss ich mir auch nicht geben lassen. Vor allem, wenn ich hier 30 Mal umgetreten werde in einem Spiel und nur ein Foul daraus bekomme und beim Gegner jede Kleinigkeit abgepfiffen wird, dann sollte man sich mal hinterfragen, ob das hier heute alles so korrekt gelaufen ist. Und ich bin der Meinung, dass es nicht so war.
Ja. Wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Ich meine, Anje und Cello haben auch eine rote Karte bekommen. Da nehme ich mal an, der Schiri, also da gab es hinterher auf jeden Fall noch Kommunikation. Finn, ja auch noch. Finn hat auch noch eine bekommen. Da wird es bestimmt auch noch um solche Sperren gehen. Also so eine Aussage ist da sicherlich wichtig. Da müssen wir jetzt abwarten, was passiert und ob euch Tuto jetzt beim nächsten Spiel reinkutscht. Man weiß es nicht. Lass uns ganz kurz das Thema einmal abhaken. Ja. Auch wenn es schwer fällt, wir gucken eine Woche weiter Richtung Tornisch. Das war jetzt wir lassen die Umstände mal weg, vielleicht kleiner Dämpfer. Was bedeutet das jetzt für das Spiel gegen Tornisch? Nee, überhaupt nichts. Also wir haben heute 2 Punkte liegen lassen, ganz klar. Ich bin auch der Meinung, dass wir mit der Qualität, die wir haben, und das ist eine sehr, sehr gute Qualität, eigentlich das Ding hier rocken können, auch trotz Schiri, um das nochmal hervorzuheben. Aber ja. Nächste Woche geht es wieder um 3 Punkte, die holen wir uns und dann geht es weiter. Dann schauen wir von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das sollte jetzt auch mal ein Wachmacher sein. Nichts läuft von alleine. Und es kann immer schwer sein, vor allem auf so einem Platz. Bei der Hitze, die Anstoßzeit, das sind alles Sachen, ich glaube, an die sind wenige gewöhnt. Und es kann immer äußere Zustände geben, die ein Spiel beeinflussen. So müssen wir gucken, dass wir nächste Woche wieder bei 100% alle sind. Und ja, nichts läuft von alleine. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man jedes Spiel gewinnt. Zumindest sind wir noch nicht so weit. Und ja, daran müssen wir jetzt arbeiten die Woche. Vielen Dank, dass du trotz allem noch bei uns vorbeigeschaut hast. Sehr gerne. Bis denn. Bis dann, mein Lieber. Ciao. So, bei mir nach dem Spiel Cordi gegen Altona, ja. Dennis Lohmann, unser Keeper. Wir stehen gerade noch alle unter dem Eindruck von diesem Spiel und vor allen Dingen von den letzten 10 Minuten und danach, würde ich sagen. Lass uns ganz kurz bei der ersten Hälfte anfangen. Da hatte ich das Gefühl, man kommt schwierig ins Spiel. Wir haben gerade schon mit Pascal drüber gesprochen. Der meinte, ja, die haben ein bisschen anders gespielt als so in der Vorbereitung bei euch gesprochen, haben es doch relativ kompakt gehalten. Es war schwierig natürlich in der Mitte dann Bälle festzumachen. Die kamen sehr gut über außen und das war auch schwierig zu verteidigen. Du hattest dann direkt deinen ersten Einsatz leider bei einem Elfmeter, den wir von außen glaube ich auch so gesehen haben. War okay, dass man den pfeift. Wie hast du die erste Hälfte gesehen? Ja, sehr ähnlich wie du, muss ich sagen. Also über außen wussten wir natürlich, dass Cordi da Speed hat, das haben wir vorher auch besprochen, aber was uns halt einfach so in der Art und Weise nicht passieren darf, dass wir ja in Schulitäten geraten, wenn ein langer Ball gespielt wird. Ne? Also haben wir auch vorher im Vorfeld drüber gequatscht, absichern, einer ist am Mann, einer ist tief, dann passiert da gar nichts. Und dass wir so dann den Elfmeter und dann auch den in den Rückstand geraten, das darf halt nicht passieren. So haben wir auch in der Halbzeit nochmal gesagt, müssen wir abstellen. Ist halt super banal gewesen. Es war jetzt auch nicht, dass sie uns rein raus gespielt haben, sondern das waren immer die gleichen Muster. Ne? Also sie haben 1-2 Mal quer gespielt, dann kam der lange Ball. Das müssen wir einfach besser machen in Zukunft. Dann hat Andi zur Halbzeit auch reagiert, Links-Rechtsverteidiger getauscht, ein bisschen umgemodelt in der Mannschaft. Danach kann man, glaube ich, davon reden, dass Altona absolut spielbestimmt war und auch die zwingenderen Chancen hatte. Man hat sich trotzdem schwer getan, bis Steffen dann endlich das zweite reingekegelt hat. Hast du das auch so gesehen, dass die zweite Halbzeit da auf jeden Fall mehr Druck auf den Gegner aufgebaut werden konnte? Ja, auf jeden Fall. Also die Wechsel natürlich. Lawrence war gelb vorbelastet und da hat der Schiri auch schon den mahnenden Finger gegeben. Deswegen da die logische Konsequenz, dass Steffi dann reingekommen ist. Der hat das auch wie Woche für Woche super runtergespielt, wie ich finde. Also ist immer verlasst und ja, wir waren griffiger. Ich fand 1-2 tiefe Läufe haben uns vielleicht gefehlt. Wir waren in einigen Phasen so ein bisschen unruhig in den einzelnen Szenen. Ich glaube, wir haben ein paar Hausaufgaben nicht so. Bevor wir jetzt zur 90. kommen, hätte man den Deckel vorher drauf machen müssen wahrscheinlich, oder? Also wir hatten ja durchaus Chancen. Lenny vorne, Veli vorne, also da waren ein paar Dinger, die man hätte machen können, vielleicht sogar müssen. Was können wir da ändern, um die Chancenverwertung da in Zukunft vielleicht ein bisschen besser hinzubekommen? Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, den Deckel hätten wir drauf machen können. Den einen hält mein Gegenüber Jan auch sehr gut gegen Veli, wenn er da, glaube ich, an die Latte denkt, muss man auch sagen. Aber ja, so ein bisschen hat da die letzte Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Also, ja, Deckel war nicht drauf und deswegen kannst du raus dann nochmal. Ja, konnte das passieren, was passiert ist. Ja, dann müssen wir jetzt leider noch, du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, boah, weiß ich nicht, ob ich da schon drüber sprechen kann, sprechen möchte.
über die 90. sprechen, wo es dann aus meiner Sicht und Fansicht, glaube ich, vollkommen ungerechtfertigten Elfmeter. Das hatte sich schon irgendwie so ein bisschen angedeutet. Davor gab es schon eine Situation, wo Gideon angeblich Hand gespielt hat, aber es war abseits vorher und da waren schon ein paar merkwürdige Entscheidungen, aber in der 90. wurde es dann richtig wild und es gab diese merkwürdige Entscheidung. Pascal hat gerade schon im Interview gesagt, dass der Schiri gesagt hat, nee, das war eigentlich kein Elfer, aber den habe ich euch jetzt mal gegeben. Ja. Und danach gab es natürlich auch Rudelbildung, alles drum und dran. Du warst gerade in der Kabine, wie ist nach sowas die Stimmung und gab es da irgendwie ein Outcome? Wie geht man jetzt mit so einer Scheiße um? Das trifft es ganz gut, ja. Also erstmal, ich spreche eigentlich super ungern über Schiedsrichterleistungen, aber ich glaube, heute kommen wir da einfach nicht drum rum. Natürlich bringen wir von außen auch ein Stück weit Unruhe da rein, da gebe ich ihm vielleicht auch recht, aber dann darf er das Spiel so nicht entscheiden. Und diese Worte, die sind wirklich gefallen, ich habe es auch gehört, er hat wirklich nur gepfiffen, weil er von außen genervt war. Und ich glaube, alle, die hier waren und auch die Videobilder werden das zeigen, dass es absolut nichts mit einem Elfmeter zu tun hat. Leider bodenlos, muss man so klar sagen, aber trotzdem müssen wir uns auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen. Wie du schon gesagt hast, vorne waren die Möglichkeiten da, ein bisschen Unruhe im Spiel. Ja, müssen wir abhaken, aufarbeiten, Anfang der Woche und dann geht es am Wochenende gegen Tornisch weiter. Danke, dass du das für uns gemacht hast. War bestimmt nicht einfach, aber ich glaube, die Leute zu Hause schätzen das, einmal eine Einschätzung direkt vom Feld zu bekommen. Alles Gute für Tornisch und bis dahin danke, dass du bei uns warst. Sehr gerne, danke.